And the bank's free. Das Ende des letzten Jahres stand ganz im Zeichen der Shooter. Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042 und auch Halo Infinite kämpften um die Krone der Baller-Highlights 2021. Gewonnen hat den Wettkampf im Endeffekt keiner so richtig. Während COD schon in den Jahren zuvor permanent die Fans vergraulte, veröffentlichte Electronic Arts Battlefield 2042 übersät mit Bugs. Und Halo vergaß vor lauter Open World seine Reihe selbst treu zu bleiben. Heimlich, still und leise mogelte sich ab dem 18. Dezember 2021 ein weiterer First-Person-Shooter in die Riege der großen Marken. Ready or Not des neuseeländischen Entwicklerstudios Void Interactive startete an dem Tag in den Early Access auf Steam. Mit einem anderen Ansatz als die Shooter der Konkurrenz schaffte es das kleine Team recht schnell, Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt zu überzeugen. Ready or Not ist anspruchsvoll, taktisch und realistisch. In unserem Early Access Check haben wir uns als Spezialeinheit daran versucht, diverse Verbrecher aufzuhalten. Und obwohl wir den Game Over Bildschirm häufiger gesehen haben als in so manchem Roguelike, verstehen wir mittlerweile, warum das Spiel derzeit so beliebt ist. Gute Taktik-Shooter sind rar gesät und haben aus diesem Grund auch meistens eine loyale Community um sich herum. In den letzten Jahren standen daher Titel wie Rainbow Six Siege, Squad oder Escape from Tarkov in der Gunst der Fans ganz weit oben. Regelmäßige Erweiterungen und Updates tragen außerdem ihren Teil dazu bei. Auch Ready or Not soll laut Entwicklerstudio immer wieder verbessert und mit neuen Missionen ausgestattet werden. Eine Roadmap für den Januar steht beispielsweise schon bereit. Die größten Parallelen hat der Shooter zur populären SWAT-Reihe, deren vier Hauptspiele von 1995 bis 2005 auf dem PC veröffentlicht wurden. Sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspieler-Modus werden wir mit unseren Begleitern zu diversen Schauplätzen geschickt, an denen wir Verbrecher aufspüren und ihnen das Handwerk legen müssen. Während wir solo unseren KI-Kollegen Befehle geben, übernehmen diese Rollen im Multiplayer die Mitspielerinnen und Mitspieler. So lassen sich verschiedenste Herangehensweisen planen. Ob wir die Hau-drauf-Variante bevorzugen oder versuchen, lautlos und ohne Waffengewalt vorzugehen, liegt alleine bei uns. Türen lassen sich beispielsweise langsam, normal oder mit einem Tritt öffnen. Außerdem können wir unseren Teammitgliedern befehlen, eine Blend- oder Stinger-Granate in den nächsten Raum zu werfen und diesen zu stürmen. Sowohl Zivilisten als auch Gangster überwältigen wir nach einer Aufforderung, sich zu ergeben. Um am Ende der Mission die maximale Punktzahl zu erreichen, dürfen wir Waffengewalt erst dann anwenden, wenn die Gegner unseren Anweisungen nicht nachkommen, eine Waffe ziehen oder flüchten. Get down. I want to see hands. I'm not putting anything down. Für die Einsatzregeln und das Bewertungssystem hat Void Interactive sogar auf die Meinungen und Erfahrungen echter Spezialkommandos zurückgegriffen. Wenn wir schon den Realismus ansprechen, kommen wir doch gleich zu den Schießeisen. Als Hauptwaffe stehen uns drei Klassen zur Auswahl. Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Schrotflinten. Auch bekannte Wummen wie die M4A1, die HK416 und die OMP45 sind mit von der Partie. Vor jeder Mission lassen sich die Waffen mit Aufsätzen bestücken. Eine so große Auswahl wie bei Battlefield oder Call of Duty steht uns dabei nicht zur Verfügung. Das ist aber auch nicht notwendig. So können wir zwischen Rotpunkt- und ACOG-Visieren wechseln und verschiedene Griffe für ein verändertes Handling anbringen. Zusätzlich zu den großen Kalibern gibt es auch noch Pistolen und Taser als Zweitwaffen. Neben diesen Schusswaffen und der restlichen klassischen Ausrüstung wie Schutzwesten, Blendgranaten und Sprengstoff wählen wir außerdem noch zwischen weiteren praktischen Hilfsmitteln. So können wir unter anderem einen Einsatzschild, eine Ein-Mann-Ramme und eine sogenannte Mirror Gun mit in die Mission nehmen. Letztere ist ein Spiegel, mit dem wir unter Türen hindurch in Räume blicken, um vor bösen Überraschungen gewappnet zu sein. Manche Zimmer sind außerdem abgeschlossen oder mit Fallen abgesichert. Oder hin und wieder auch beides. Mit einem Dietrich müssen wir das Schloss zunächst knacken, bevor wir mit einer Zange den Stolperdraht entschärfen. Das funktioniert jedoch sehr einfach per simplem Tastendruck. Gerade beim Schlösserknacken würde eine Art Minispiel nicht schaden. Talk to High Ground. Copy. Move on.
Auch die Animationen beim Benutzen der Gadgets sind noch ausbaufähig. So hält unsere Spielfigur den Dietrich beispielsweise nur grob in die Richtung des Schlosses. Das stört die Immersion des ansonsten so realistischen Shooters dann doch ordentlich. Ansonsten punktet Ready or Not in der Early Access Version schon mit einem sehr ausgereiften Spielgefühl. Steuerung und Tastenbelegung sind recht einfach gehalten und auch das Waffenhandling funktioniert einwandfrei. Wir können bei automatischen Gewehren beispielsweise jederzeit zwischen Einzelschuss und Dauerfeuer wechseln. Es wirkt sich natürlich auch auf den Rückstoß und die Genauigkeit aus. Probleme gibt es dagegen, wenn wir mit unserer Waffe zu nah an einem Hindernis zielen wollen. Unser Charakter setzt nämlich sehr gerne mal die Waffe kurz ab, sobald ihm der Platz ausgeht. Bei einem knüppelharten Taktik-Shooter à la Ready or Not kann ein solcher Moment jedoch schnell tödliche Folgen haben, was dann wiederum den Frustfaktor anhebt. Auch die KI-Einheiten haben noch den ein oder anderen Aussetzer. Besonders nervig ist es, wenn unsere Begleiter in einem engen Raum die Tür versperren und wir sie zunächst etliche Male hin und her kommandieren müssen, um an ihnen vorbeizukommen. Hier muss Void Interactive in jedem Fall noch etwas nachbessern. Der Umfang des Spiels kann sich dagegen schon sehen lassen und soll, wie bereits gesagt, stetig erweitert werden. Derzeit stehen uns, inklusive zweier Trainingsmissionen, insgesamt 8 verschiedene Schauplätze zur Verfügung. Die Standardaufgabe, bei der wir verschanzte Verbrecher festnehmen müssen, bietet jede Location. Zusätzlich können wir auf manchen Maps auch noch andere Missionen auswählen, die den Schwierigkeitsgrad festlegen. Von einem Einsatz, bei dem wir in einer bestimmten Zeit Bomben entschärfen müssen, bis hin zu einer Geiselnahme, bei der die Gangster Zivilisten töten, Ready or Not glänzt in jedem Bereich bereits mit ordentlich Abwechslungsreichtum. Sollten wir in den Missionen mal das Zeitliche segnen, befinden sich Personen, Fallen oder Ziele beim nächsten Versuch auch nie an den gleichen Orten, sodass jeder Durchgang unterschiedlich verläuft. Für 35,99 € gibt es die Early Access Version des Shooters allerdings nicht gerade zum Schnäppchenpreis. Wer sich dagegen entscheidet, das Entwicklerstudio finanziell zu unterstützen, der kann für die Supporter Edition sogar über 100 € auf den Tisch legen. Grafisch gesehen zählt Ready or Not zwar nicht zur Crème de la Crème des Genres, doch darauf liegt weder das Hauptaugenmerk, noch schadet es in irgendeiner Weise der Immersion. Die Beleuchtung passt sehr gut zum düsteren Gesamtbild, doch die allgemeine Charakterzeichnung kommt ein wenig hölzern daher. Außerdem finden wir hin und wieder noch nicht zu Ende entwickelte Elemente in verschiedenen Räumlichkeiten. Atmosphärisch kann Ready or Not vollends überzeugen. Dafür sorgt vor allem eine tolle Soundkulisse. Wenn wir aus dem Zimmer nebenan plötzlich Schüsse und unsere Teammitglieder hektisch rufen hören, zucken wir jedes Mal aufs Neue zusammen. Die Waffen klingen wunderbar wuchtig und vermitteln ein furchteinflößendes Gefühl, wenn wir unsere Gegner in verwinkelten Abschnitten aus den Augen verlieren. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber Ready or Not kann trotz eines vorgezogenen Early Access Releases durchaus überzeugen. Schließlich zwang Steam die Entwickler von Void Interactive, ihren Shooter relativ kurzfristig auf den Markt zu bringen. Die Download-Plattform war schließlich nicht bereit, weitere Keys zur Verfügung zu stellen, solange der Titel nicht offiziell in die Early Access Phase startet. Zuvor erhielten ausschließlich Vorbesteller Zugang zum Shooter. Wenn die Entwickler das Projekt weiter stetig voranbringen, die Stellschrauben an den richtigen Stellen drehen und permanent Content nachliefern, kann Ready or Not definitiv den bekannten Marken den Rang ablaufen. Wie die Spielerzahlen auf Steam derzeit zeigen, sind die Fans bereits begeistert. We've got an officer unresponsive. Was bevorzugt ihr? Einen realistischen Shooter wie Ready or Not? Oder zockt ihr doch lieber die Klassiker Call of Duty, Battlefield und Co.? Verratet es uns doch in den Kommentaren und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns außerdem über ein Abo und ein Like. Für alle weiteren News zu euren Lieblingsspielen kennt ihr ja die Anlaufstelle eures Vertrauens, pcgames.de. Drop it now! Failed your objective. Collect what you can, report to Talk for debrief.